In den vorigen Videos haben Sie gesehen, was alles nötig und zu beachten ist, um einen Algorithmus zu schreiben und auch eine Einführung in MicroBit erhalten. In diesem Video möchte ich Ihnen nun ein Beispiel geben, das alle drei Konzepte, nämlich Verzweigungen, Variablen und Schleifen, vereinigt. Dieses Beispiel macht den Schülerinnen und Schülern im Unterricht Freude und ich habe es auch für Sie ausgewählt, für einen spielerischen und hoffentlich lustigen Einstieg ins Programmieren. Wir beginnen nun damit, dass bei Druck auf Knopf B, das ist unsere Eingabe, die Runde beginnt. Um die Verzweigung programmieren zu können, brauchen wir auf jeden Fall einen Wenn-Dann-Block. Es muss hier allerdings bedacht werden, dass es, im Gegensatz zu den bereits bekannten zwei geteilten Verzweigungen, in diesem Beispiel drei mögliche Symbole gibt, nämlich Schere, Stein und Papier. Für jede dieser drei Möglichkeiten benötigt man also einen Codebereich in der Verzweigung. Man kann dies leicht erreichen, indem man auf das Plus-Symbol am unteren Ende des Wenn-Dann-Blocks drückt. Jeden dieser drei Codebereiche befülle ich nun mit dem Symbol für Schere, Stein oder Papier und setze Vergleichsblöcke an die Stellen für die Bedingungen. Die nächste Herausforderung ist die Zufallszahl. In welchem Vergleichsblock sollen wir ihren Wert setzen? Wenn der Wert im ersten gesetzt wird, kann er im zweiten nicht ausgelesen werden und umgekehrt. Wird in beiden Blöcken eine Zufallszahl gesetzt, kann es passieren, dass die beiden Zahlen in derselben Runde unterschiedliche Werte bei der Überprüfung haben und das wäre unsinnig. Die Lösung für dieses Problem ist, dass man die Zufallszahl vor der Verzweigung in eine Variable speichert und danach erst die Überprüfung durchführt. Wir erstellen nun also eine Variable und nennen sie meine Zufallszahl. Danach weisen wir der Variable eine Zufallszahl zwischen 1 und 3 zu, für jedes Symbol einen Wert. Nach dieser Zuweisung wird überprüft, welchen Wert die Variable hat. Ist er 1, wird Schere angezeigt, bei 2 Stein und ansonsten Papier. Da die Variable aber nur die Werte 1, 2 oder 3 annehmen kann, wird ansonsten nur bei 3 ausgewählt. An dieser Stelle können wir das Programm schon einmal testen. Dazu speichert man das Programm und verschiebt es auf den MicroBit. Wir vervollständigen unser Programm noch, indem wir einen Startbildschirm hinzufügen, der das eigentliche Programm erst bei Druck auf den A-Knopf starten lässt. Auf diesem werden Schere, Stein und Papier abwechselnd angezeigt. Hierzu wird die Weilschleife benötigt, in welcher die drei Symbole platziert werden. Diese wählen wir aus, weil das Blinken der Symbole so lange erfolgen soll, bis der A-Knopf gedrückt wird. Außerdem benötigen wir wieder eine Variable, wir nennen sie Start. Zu Beginn ist diese 0 und der Startbildschirm läuft. Sobald der A-Knopf gedrückt wird, wird die Variable auf 1 gesetzt und das Spiel beginnt. Lesen Sie sich nun bitte die einführenden Texte im Kurs durch und beantworten Sie die darin gestellten Fragen kurz und bündig.